Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent, Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. Gruselig. Good girl. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy! Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Was macht denn das Boot da? Hör mal, Verrückter. It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Was ist vom Himmel gefallen? What the fuck? I'll take you to Rose's trailer. Better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The scratching hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Wäre unhöflich, ihm zu sagen, dass er mal schneller well, gehen soll, oder? This here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Das fragt man vorher, bevor man irgendwelchen Fremden irgendwelche Adressen rausgibt. Okay, see ya.
zu dick. Ja, dann klopfen wir mal an, ne? Talk to Rose. Rose! Knock, knock. Welcome to... Oh dear, Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh yes. Yes. Please, come in. Hey, this is really good. Rose. Yes. My manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah. Yeah. Oh, what's... Oh. Barry! What? What? Da war wohl was im Kaffee. Deswegen hat er so gut geschmeckt. Gute Nacht. Schlaf. It's coming for you. Hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Mach doch einfach nur das Licht an. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Turning into? Das ist schon da voller Horror mittendrin. Foto von sich selbst in meinem Bett. Und so ein Spiel? Ne, ich bin im Kinderzimmer. Hä? War ich nicht eben gerade noch bei Rose? Naja, das ist, wo man gerade ist, wann man gerade ist und wieso man gerade ist, ist in diesem Spiel nicht unbedingt. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Release the trailer. Ich bin bei Rose. Rose hat irgendwie scheinbar ein kindliches Gemüt, dass es hier da noch so nachtlich gibt. Und scheint ein riesen Fan von mir zu sein. Gruselig. Und Barry schläft noch. Ah, da ist nochmal so eine... Da muss keine. Cooking with Corn. 72 tasty recipes. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today?
coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like to hear today's specials? Ja, bitte. Thank you. A nice day. Come back soon. Kalender. Welches Jahr haben wir eigentlich? Naja, hier kann ich wohl nichts mehr machen. Das heißt ja auch, ich soll raus. Außerdem schläft er mal. Auf jeden Fall, Barry, träum weiter. My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Welches Auto? Das ganz am Ende? Ja, wenn ich den nicht tragen kann, dann hole ich doch am besten mal das Auto hier. Oder ich guck mich einfach mal hier um, ob ich nicht irgendwo noch eine Kleinigkeit finde an Waffe. Munition. Geschickt platziert, damit man da nicht weiter kann. Es hat überhaupt keinen Sinn, an Munition zu sparen. Gehst dann sowieso weg. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional plunge into nightmare. Is it just me? No, perhaps it is. But I hope I can make the night a little bit easier to get through. Caller, you're on KDF. What's on your mind, Walt? Eine Thermoskanne. Komme ich hier rein? Nein. Hier. Ne, dann gerade eine Ziegelsteinlieferung gekriegt. Nein, nicht gerade jetzt, sondern vor 6 Jahren. Inzwischen ist er verwest, weil er ist aus seinem Wohncontainer auch nicht wieder rausgekommen. Aber so ist das. Der Mann von der DHL hat geklingelt, das Paket vor die Tür gestellt und ist dann abgehauen. Da geht's auch nicht rein. Nein. Oh, you're gonna get it now. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI. Get him up, Hemingway. You're under arrest. You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face. Stay right where you are, Slade. Oh,
I'm standing right here, you goddamn maniac! I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Tja, jetzt hat er ja noch die Polizei am Hals. Komm, warum macht der eigentlich immer so einen Scheiß? Der hätte bei meinem Führer schon der Polizei Bescheid sagen sollen. Und jetzt macht er so einen Blödsinn. Weg, er ist weg. Stop running. We have to go. Okay. Warten hat auch keinen Zweck. Auch noch Leuchtkugeln an. Dafür ist immer Zeit. Das ist der Mond. Ich dachte schon, haben die jetzt auch noch einen Helikopter. Naja. Was ist schlimmer als die Polizei? Die Darkness-Monster. Und ich habe nicht mal eine Waffe. Ich habe gar nichts. Ich kann nur rennen. Ich kann nur rennen. This horror was everywhere I went. Shotgun? Nein, nicht abstürzen, du Scheißding! Ah, oh, das ist eine schlechte Steuerung. Ich wollte da doch nur mal ans Fenster und gucken, ob da irgendwie eine Schrotflinte ist. Das sieht man doch immer in den amerikanischen Filmen, dass die Schrotflinte da irgendwie zwischen dem Fahrer und dem Beifahrersitz montiert ist. Und da hatte ich irgendwie mit gehofft. Aber nein, ich bin ausgerutscht, runtergefallen. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance.
They were after a writer, not a monster. Out. Haben sie echt einen Helikopter? Jetzt bringen die Vögel den Helikopter zum Absturz. Irgendwie wollen die dunklen Monster mich töten, aber die möchten auch nicht, dass jemand anders mich tötet. I imagine that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Main seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Tja, let's find a light. Destroy the gate. Was nur mit einer Flashlight geht. Na, irgendwo muss ja einer rumliegen, oder? Vielleicht hier in dem Haus da. Komme ich da durch? Ja! Das Spiel ist schon so gemacht, dass man das Wichtige nicht vergisst. Okay, dann gucken wir mal da durch. Look, toggle zoom. Boop, boop, boop. Das war die Tankstelle, ne? Das abgeschützte Flugzeug, Hubschrauber. Und ich suche. Was ist das? Da, die Thermoskanne. Nee, ich suche hier eigentlich den Radio Tower. Den Funkmasten. Wo ist er denn? Wahrscheinlich nicht im Sichtbereich. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird.
Ich hätte hier gewettet, dass hier oben eine Taschenlampe ist, aber... Ach, da kann ich auch noch mal gucken. Da ist der Funkmast. I could see the lights at the radio station in the distance. Ja, ja, die kannst du auch ohne Fernglas sehen. Ich glaube, ich muss hier erstmal zur Radio Station, da unten, dann da hoch. Nur wie? Naja, da das ja alles mehr oder minder Schlauchlevel sind, ich dürfte mir da nichts passieren. Jo! Wo ist die Taschenlampe? Ja, wo ist sie hin? Wo ist die Taschenlampe? Das macht doch keinen Sinn. Nicht zu nah an den Abgrund. Eigentlich will ich eine Taschenlampe. Obwohl, so weit zurück? Ich glaub's ja eigentlich nicht. Warum sollte hier einfach nur eine Taschenlampe in der Wildnis rumliegen? Das wäre doch unlogisch. Und da ist jetzt auch der Rückweg versperrt. Das ist ja schon fast wieder am Abstürzen hier. I imagine that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Main seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was trying to stop me. I wouldn't get through without a light. Es ist bestimmt hier ganz in der Nähe versteckt.
Taschenlampe irgendwie ganz besonders schwierig zu verstecken. Das passt irgendwie nicht zum Spiel. There was no power to the searchlight. Wieso, da ist doch. Folgen wir dem Kabel und dann sehen wir, es gibt einen Generator hier. Und dann den grünen, blinkenden Knopf. Okay, keine Taschenlampe, sondern ich muss diese riesen Militärsuchscheinwerfer da. Use. The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. Kick. Ja. Schon wieder? Ich glaube, ich muss schneller sein. Der Trick ist, schneller zu sein. Warum ist das Ding denn jetzt schon wieder? Das bewegt sich doch nicht von alleine. Ich weiß nicht, ist das Tor jetzt kaputt oder nicht? Tja, ich kann es nicht mehr starten. Ich glaube, das Spiel will mir sagen, ja, das Tor ist kaputt. Jupp, und es geht weiter.